Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Care Energy, dem Energiedienstleister der Energiewende. Weitere Informationen auf www.care-energy.de. Leben mit der Energiewende TV, live von der Intersolar 2016 hier aus München. Wir freuen uns, dass Sie heute Abend hier live dabei sind. Und unser Stand ist hier knüppeldicke voll. Und ich begrüße ganz herzlich Studenten der TU München. Herzlich willkommen bei Leben mit der Energiewende TV. Und noch herzlicher begrüße ich Professor Holger Hesse, Leiter Forschungsgruppe stationäre Energiespeicher. Herzlich willkommen, Herr Hesse! Kommen Sie hoch! Naja, so beliebt sind Sie nicht. Bei den Studenten, ja? Ist er nicht so beliebt? Ist er beliebt? So, nochmal bitte runter. So, machen wir nochmal. Andreas, starte nochmal den Trailer bitte. Wir fangen das von vorne nochmal an. Oh. So geht das nicht. Ich hab die Studenten so viel Zeit haben. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Care Energy, dem Energiedienstleister der Energiewende. Weitere Informationen auf www.care-energy.de. Leben mit der Energiewende TV, live von der Intersolar 2016. Unser Publikum ist diesmal deutlich verjüngt, denn wir haben angehende Ingenieure der TU München. Es sind Studenten der Elektrotechnik, die dort hier sitzen. Und meine Damen und Herren, wir haben einen ganz besonderen Mann hier, den ich ganz besonders ankündigen möchte. Die TU München ist nicht nur irgendeine Universität, sie ist eine absolute Elite-Universität. Und wir haben hier am Stand von E3DC natürlich nur die Crème de la Crème der deutschen Universitätslandschaft. Wir haben ihn hier, den Leiter der Forschungsgruppe Stationäre Energiespeicher. Er ist es, Dr. Holger Hesse! Jawohl! Ja. Vielen Dank für diese unglaublich euphorische Begrüßung hier an Ihrem Stand von der E3DC. Eigentlich bin ich nur hierher gekommen, um mal ganz kurz ein bisschen mit Herrn Piepenbrink darüber zu sprechen, was denn so die Besonderheiten von dem Produkt von der E3DC sind. Weil wir sind heute mit der Studentengruppe schon bei SolarWatt gewesen, haben uns da angeschaut, was die Systeme so können. Und da hieß es, Sie haben die besten Effizienzen, Sie haben die besten Systeme. Dann waren wir bei der Sonnen und haben einiges in der TV-Show gesehen über die Sonnen-Community und was da so die tollen Features sind. Und dann haben wir hier noch beim Vorbeigehen vielleicht 20 andere Heimenergiespeicherhersteller gesehen. Jetzt frage ich mich doch, wo ist die E3DC, was ist das Besondere an dem System? Da würde ich mich gerne mal mit dem Herrn Piepenbrink drüber unterhalten. Ja, Herr Dr. Piepenbrink, herzlich willkommen, Geschäftsführer der E3DC. Oh, der Applaus. Oh, auch gut. Der Applaus für Sie war auch ganz gut, aber die haben nur gejubelt, weil die bessere Noten von Ihnen brauchen. Ja? Das ist schon eine Form der Bestechung. So. Herr Professor, Herr Dr. Hesse möchte gerne wissen, was unterscheidet E3DC, was ist besser als der andere Kram, den er hier gesehen hat? Ja, ganz klar. Nachweislich höhere Qualität, nachweislich höhere Autarkiegrade. Wertigere Garantien,
völlig anderer Systemaufbau mit 100% Inselnetz, reiner DC-Kopplung, dreiphasiges DC-System mit maximaler Leistung. Soll ich weitermachen? Ja, wir machen mal weiter. Ich weiß gar nicht, wer ist denn hier? Solarwatt? Solarwatt? Am Speicher hat E3DC ein Gebrauchsmuster drauf. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viele Produkte die im Markt haben. Wir haben 4000 im Markt. Okay. Und wir wissen, welche Arbeit das macht und wie mühselig das ist. Und wir machen das jetzt schon 4 Jahre. Und wir haben sehr viele zufriedene Installateure. Ich weiß nicht, ob das alle anderen auch so bestätigen können, die Ihnen erzählen, dass sie super sind. Und vor allem hat E3DC Trilink, das ist die Steuerungselektronik. Trilink macht 100% echtes Netz. Wenn Sie wollen und wann Sie wollen. Sehen Sie, ich kann aber das, er glaubt das nicht. Er glaubt das nicht. Sie können also eigenes Netz abbilden und das ist auch das Tolle. Sie sehen andere Systeme, die können auch Strom speichern, die haben auch Batteriemanagement. Aber ein E3DC-Hauskraftwerk ist sozusagen eine All-in-One-Technologie. Okay. In der Kombination. Also. Und Sie können komplett eigenes Netz machen. So. Und jetzt, Herr Professor, was Sie besonders gut finden werden, das ganze System ist auch noch schwarzstartfähig. Also das Höchste vom Höchsten, was man sich vorstellen kann bei solchen stationären Speichern und Hauskraftwerken. Und jetzt wird es noch besser. Das müssen Sie erklären, Dr. Biebrig. Was kann das System, wenn es im dunklen Inselnetzbetrieb alleine fährt? Die Welt ist dunkel da draußen. Nur noch E3DC-Hauskraftwerke sind überhaupt in Betrieb. Dr. Hesse sitzt im Dunkeln in der Universität. Bei Piepenbrink ist Licht. Und jetzt passiert Folgendes. Das System kann im Inselbetrieb nicht nur Energie rausgeben, sondern was kann es noch im Trilink? Nachladen. Es kann nachladen. Die anderen Systeme laufen leer, werden auch schwarz. Und zum Schluss in der ganzen Bundesrepublik, nach 14 Tagen, sind nur noch die Hauskraftwerke und die Häuser von E3DC hell. Wollen Sie noch mehr hören? Ja, ist eine super Technologie, so wie ich höre. Kommen auch einige Stichpunkte, die wir in der Vorlesung schon drangenommen haben. Schwarzstartfähigkeit ist sicherlich eine spannende Sache. Wusste ich doch, dass er erotisch drauf anspricht. Gibt leider keine Vergütung dafür. Zumindest der Heimkunde muss sich natürlich überlegen, ob er nur die bare Münze zählt oder ob er zusätzliche Services nehmen will. Das ist sicherlich interessant. Was mich noch interessiert, wir haben gehört von USV-Systemfähigkeit. Ich selbst kenne 3 verschiedene USV-Technologien, Online-USV, Inline-USV oder Line-Interactive-USV. Was verstehe ich unter der Trilink-Technologie? Wo ist die am nächsten? Also jetzt machen wir mal ein bisschen Leistungselektronik. Also erstmal ist es so, dass E3DC sich für 48-Volt-Technologie entschieden hat und über sehr aufwendige DC-DC-Wandler, ja, also über sogenannte Hochfrequenzwandler mit einem patentierten Verfahren, was auch Schieflast kann, eben an einen NPC-Zwischenkreis von dreiphasigen Wechselrichter geht. Da sind wir die Einzigen, die das machen, weil das sehr aufwendig ist. Wir machen das, damit wir hohe Effizienzen kriegen und für sehr hohe Übersetzungsverhältnisse, damit wir mit standardisierten 48-Volt-Batterien den Aufwand in der Leistungselektronik haben und nicht in der Hochvolt-Batterie. Und die USV-Kategorien, wir haben in unserer neuesten Wechselrichtertechnik 2.0 Trilink es so gemacht, Herr Dr. Hesse, dass unser Wechselrichter eine zusätzliche Netzmessung hat und innerhalb von einer Millisekunde unterbrechungsfrei umschalten kann. Das funktioniert im Grunde genommen so, dass er selber sein Inselnetz gegen das Netz anfährt und leicht überhöht, also zwangskommutiert. Und dann übernimmt das Inselnetz und wir schalten dann in zweistufigen Verfahren das eigentliche Netz weg. Und diese Technik kann man nur machen, wenn man auf dem Wechselrichter den zugehörigen Mess- und Schaltaufwand integriert. Das kostet gar nicht so viel Geld, aber es wäre sozusagen eine, USV Kategorie 2, kann das sein? Netz, übers Netz gekoppelt. Also wir machen ja keine doppelte Wandlung, also nicht Netz zu Batterie, Batterie zu Netz, wie das zum Beispiel eine PC-USV macht, sondern wir machen es hocheffizient, aber schalten trotzdem dann die Netze sozusagen gegeneinander um und nicht über einen Zwischenkreis. Also soweit ich das sehe, kommt es dem Line Interactive USV relativ nahe, hat natürlich hier die Besonderheit, dass ich den Speicher auch noch durch die PV-Anlage nachladen kann und auch der Speicher sehr groß ist im Vergleich zu vielleicht anderen USV-Anlagen. Ja, wenn wir schon bei der Leistungselektronik sind, also ich habe den Wandler auch hier, den können sich die Studenten gerne mal angucken, ja. Da blitzen die Augen. Wir schaffen schon es, wir das schaffen ist es mit unserer neuesten Generation, die wir Anfang nächstes Jahres bringen, in so einem Bauraum von einem halben Aktenkoffer 6 kW bei 98% von 48 auf 650 Volt zu machen.
das müssen andere erstmal schaffen und es müssen erstmal Leute beweisen, dass sie mit Hochvolt-Batterien bessere Wirkungsgrade kriegen. Aber da haben wir ja auch vielleicht eine Zusammenarbeit und Tatsache ist, was wir machen, ist sehr aufwendig. Aber wir machen es, damit wir nicht die Erfüllungsgehilfen von Batterieherstellern werden, wie alle anderen, sondern wir wollen Unabhängigkeit. Der 48 Volt Telekommunikationsmarkt ist ein Riesenmarkt, das wissen Sie, weil die ganze Telekommunikation, Handys und so weiter, da gehen die Batterien rein und die anderen müssen erstmal beweisen, dass sie Masse kriegen. Das heißt, ich arbeite mit Standardbatterien und nicht mit Spezialkisten, die in 2 Jahren anders sehen als vor 3 Jahren, damit solche tollen Installateure wie SCM Solar aus Magdeburg, sagen wir Magdeburg, auch in 5 Jahren noch eine standardisierte 19 Zoll Batterie austauschen und damit hier nicht irgendwelche Märchen erzählt werden, wie einfach alles ist. Weil Qualität heißt, ich stehe in 10 Jahren noch für die Sachen gerade und bin dann nicht vom Markt verschwunden, weil irgendwie alle Installateure über mich hergefallen sind. Was sagen Sie als Professor eigentlich dazu? Auch nochmal ein Unterschied zu E3DC und anderen Herstellern. Es gibt ja, E3DC bietet eine volle Notstromversorgung an. Die anderen Hersteller machen einphasig, E3DC macht dreiphasig. Wir haben in Deutschland dreiphasige Systeme eigentlich. Im Prinzip muss es doch dreiphasig sein, oder? Also erstmal danke für die Frage. Immer noch bin ich Leiter der Forschungsgruppe und kein Professor. Ach, Professor. Aber dennoch, Doktor. Vielen Dank. Ich sehe natürlich schon die Frage, die nicht ohne ist in den letzten Jahren, wird in dem dreiphasigen Netz sehr, sehr stark das mit Asymmetrien belastet, weil bestimmte Einspeiser oder Verbraucher nur an einzelnen Phasen ziehen. Da klingt es spannend, auf jeden Fall darüber nachzudenken, auf den mehreren Phasen zu arbeiten, ist aber sicherlich natürlich auch eine neue Herausforderung, dort den Link hinzukriegen. Und ich denke, in der Zukunft wird das Thema noch viel bedeutender, wenn wir starke DC-Lasten oder starke Lasten überhaupt mit Elektrofahrzeugen bei uns in die Netze einbringen oder in die Haushalte, dass wir da ein sauberes Netz hinterlassen. Dr. Holger Hesse, für die Zuschauer, die zugeschaltet haben, ist Leiter der Forschungsgruppe Stationäre Energiespeicher. Wir haben jetzt hier mit dem E3DC-System Hauskraftwerk, Trilink macht 100% Autarkie. Die Bürger träumen ja immer von 100% Autarkie. Das hat ja auch so einen emotionalen Wert zu sagen, wir wollen autark werden. Ich kann mein Haus im Inselnetzbetrieb fahren. Jetzt mal von der wissenschaftlichen Seite. Ist das der richtige Weg zu sagen, okay, die Bürger versorgen sich selber mit Energie, sie haben ihre Photovoltaikanlage, sie können von Blockheizkraftwerken meinetwegen noch Energie zuspeichern. Ein Hauskraftwerk ersetzt bei mir zu Hause das eigene Hauskraftwerk und soweit ich kann, mache ich mich unabhängig und wenn es geht sogar in meiner eigenen Insel und damit habe ich sozusagen meine eigene Energieversorgung aufgebaut. Ist das ein Konzept, wo Sie sagen, das ist richtig oder wo Sie sagen, ach nö, bleibt mal alles schön beim Netz und bei den normalen Versorgern? Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, in Deutschland haben wir natürlich neben der tageszeitlichen Schwankung eine saisonale Schwankung, die schon eine massive, starke Möglichkeit mit der Photovoltaik zumindest im Sommer gibt und im Winter fällt davon ein sehr großer Teil weg. Und deswegen rechnen wir auch in der Vorlesung ein bisschen herum und schauen uns an, dass Autarkiegrade und Eigenverbrauchsgrade eben typischerweise mit normalen Speicherlösungen nicht auf 100% kommen werden, nicht in Deutschland zumindest. Was ich sehe bei uns in unseren Breitengraden ist eine Reduktion der Netzlast, eine Zunahme an dezentralen Erzeugern und Speicherlösungen. Da sehe ich auch einen Sinn drin, dass man die Netze entlastet und nicht über Gebühr ausbauen muss. Aber für unsere Breitengrade sehe ich es nicht, dass das Netz wegfallen muss. Aber Herr Piepenbrink, da haben Sie bestimmt auch schon Berechnungen gemacht, wie groß müsste der Heimspeicher sein, damit ich das ganze Jahr damit mich durchfüttern kann, zumindest wenn ich ihn nur an die PV-Anlage kopple. Naja, wir kamen bei der TU München zumindest raus, dass wir etwa 200 Kilowattstunden für einen 3- bis 4-Personen-Haushalt brauchen. Das ist ein Speicher, der ist so ein Schiffscontainer groß. Ich glaube, das ist nicht die Standardlösung für jedermann. Ich denke, dass das Netz seine Daseinsberechtigung hat. Die Lösung streben wir auch gar nicht an, aber da kann ich auch kontern, wenn Tesla jetzt schon 85 Kilowattstunden hat und sich nächstes Jahr die Energiedichte verdoppelt, dann werden auch Sie und ich das noch erleben, dass in spätestens 5 Jahren Autos 160, 170 Kilowattstunden haben und die Preise sind im Tiefflug. Ja, wir werden es sehen, 120 Euro pro Kilowattstunde VK an den Handel, werden wir sehen. Und ich schließe das nicht aus.
Ich persönlich weiß genauso gut wie Herr Ferenczky, dass das auch ein großer Marketing-Effekt ist von unserer Inselnetzfähigkeit. Aber es ist auch eine Designphilosophie und natürlich sind 90% unserer Systeme am Netz und arbeiten da genauso wie jeder Feld-, Wald- und Wiesenspeicher. Aber es ist halt, kann ich machen, wenn ich will, und nicht muss ich machen. Ja. Und das ist ein Designfreiheitsgrad. Das ist so wie, wenn ich sage, ich tanke mein Elektroauto zu Hause und nicht bei RWE. Dann ist das eine Philosophiefrage. Die Frage ist nur, kann ich's oder muss ich's? Also, liebe Studenten, Herr Hesse hat ja gerade gesagt, dass in den Vorlesungen gerechnet wird, wie eine Dreifamilie, was für ein Speicher gebraucht wird, wenn eine normale Familie dann sich komplett versorgen will. Ich werde demnächst in Ihre Vorlesung kommen und werde andere Rechenmodelle aufmachen. Denn jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das muss ich kritisch an der Wissenschaft eigentlich sagen. Ja? Die Wissenschaft rechnet immer vom Status quo aus. Was ist, wie sind die Verbräuche und wie muss es weitergehen? Bei der Energiewende ist es so, wir sagen, okay, wir haben so viel Energieverbrauch in Deutschland, das muss jetzt regenerativ ersetzt werden. Alle Konzepte der regenerativen, der Energiewende sagen aus, wir müssen mit den Verbräuchen runter, wir müssen mit der Effizienz hoch. Wir haben in unserem System Minimum 30% Energieeffizienz, die wir einfach jetzt wegwerfen und 30% Energieeffizienz muss weg. Und jetzt kommt ein Aspekt, wir sagen immer, es muss alles so bleiben. Es muss alles gar nicht so bleiben. Wenn zum Beispiel so ein Hauskraftwerk jetzt im Inselnetzbetrieb läuft, so, und jetzt sagen die, ich möchte wirklich damit hinkommen, dann kann man sagen, ich muss auch mal mit etwas auskommen, was ich zur Verfügung habe. Wenn ich dann weniger Energie habe, kann ich abends nicht sagen, ich brate mein Steak, dann gibt es eben Brot zum Abendbrot und den Energieverbrauch wird nicht gemacht. Ja? Und das macht auch mal total Spaß. Ja? Jeder Wanderer unterwegs mit seinem Picknickkorb muss mit den Broten auskommen. Herr Hesse, die er hat. Herr Ferenczky nimmt dann im Winter immer sehr stark ab. Ja, haben Sie ja schon gesehen, ja, in der ganzen Geschichte. Aber das wäre auch mal ein Punkt zu sagen, hey, es gibt mal ein Modell wie hier, wo wir ein eigenes Netz haben, wo wir das selber machen können. Und dann müssen wir auch mal mit dem auskommen, was wir produzieren können. Also hundertprozentige Autarkie-Sachen sehen wir vor allem aktuell in Kleinstanlagen, in netzfernen Regionen. Und da ist es durchaus zulässig, darüber auch die Rechnungen anzustellen, und gerne können Sie dann den Part übernehmen in der nächstjährigen Vorlesung. Dann nehme ich gerne Ihre Visitenkarte mit, freue mich, wenn wir da einen Beitrag von Ihrer Seite haben. In jedem Falle gibt es dafür einen Markt, es gibt auch einen ganz großen Markt für überhaupt etwas größere Inselnetzlösungen, wo durchaus Dieselerzeugung eben ersetzt wird durch Solargeneration plus Speicherlösung. Also dem stehe ich ganz offen gegenüber. Ob ich jetzt im Winter meine Heizung und meinen Backofen nicht mehr benutzen will, da bin ich noch ein bisschen kritischer. Aber na, das mit der Heizung können Sie. Sie sind so dünn, das geht auf die Knochen durch. Ja, ich habe noch ein bisschen Polster. Ich kann da ein bisschen auf mehr verzichten. Sie können länger. Ich kann. Ja. Mehr möchte ich dazu nicht sagen an der ganzen Geschichte. Aber ist ganz gut, ich möchte einen anderen Punkt, Sie haben es gerade angesprochen mit den größeren Speichern. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt in der Energiewende. Deshalb finde ich das interessant, dass Sie Leiter der Forschungsgruppe stationäre Energiespeicher sind. Die herkömmliche Energieindustrie sagt immer, die Energiewende, das ist ja genau saisonale Probleme, das geht alles gar nicht. Und dann wird gesagt, wir müssen ja sozusagen Energie saisonal speichern. Dann kommen die Befürworter der Energiewende und sagen, das ist gar kein Problem, das machen wir mit Power to Gas. Ja? Weil wir haben ein großes Gasnetz, wir können sogar saisonal das Ganze speichern. Ich bin gar nicht davon überzeugt, dass Power to Gas in dem Umfang kommt, sondern ich kann mir durchaus vorstellen, dass stationäre Großspeicher eine Riesenrolle spielen werden bei der Energiewende. Alle sagen immer, oh, die großen Batterien sind viel zu teuer, das können wir uns gar nicht leisten. Ich sehe das gar nicht so. Ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass wir wirklich in ganz Deutschland große stationäre Energiespeicher haben und das Netz wirklich dadurch auch ausgleichen können. Wie ist denn da Ihr Forschungsstand? Ja, also ich denke, das Rennen ist noch nicht zu Ende geschlagen. Da ist noch nicht klar, was sich herauskristallisieren wird. Was man sieht, ist, dass in den letzten 5-10 Jahren die Batteriepreise sehr viel schneller gefallen sind als alles, was man prognostiziert hat. In dem Sinne sind die Marktchancen von Batteriespeichern sicherlich gestiegen. Dennoch gibt es auf jeden Fall einige Berechnungen und Simulationen, die dem Power-to-Gas-System auch ihre Daseinsberechtigung geben. Zumindest dann, wenn ich über wirklich längere Zeiten speichern will und vor allem, wenn ich die Sektorenkopplung betreiben will. Das heißt, wenn ich heraus aus dem Stromsektor hinein, entweder in den Verkehrssektor oder in den Wärmesektor möchte. Da gibt es durchaus konkurrierende Strebungsrichtungen. Und das ist auch gut so. Wir haben auch bei uns in der Vorlesung gelernt, dass
für verschiedene Speichertechnologien, für verschiedene Anwendungsfälle haben und nicht jeder Speicher passt für jede Anwendung oder auch ich kann nicht mit für eine Anwendung genau nur einen Speicher nehmen. Da muss man eine Matrix bilden und ich denke, das ist die Aufgabe in der Forschung, die Matrix immer wieder zu adjustieren zu dem, was der in der Entwicklung sich gerade an Produkten ableitet, was für Preise möglich sind. Und wir hoffen natürlich, dass Produkte wie die der E3DC mit den dazu eingebauten, zugekauften Batterien sehr, sehr schnell weiter im Preis fallen, sodass sich da eine Penetration gibt und dann auch dezentral mehr eine Speicherung möglich ist. Ich werde Ihnen gleich nochmal mit einer anderen Innovation den Mund wässrig machen, aber nochmal zu den stationären Energiespeichern. Es geht immer das Gespenst im Land um der Netzstabilität. Ich kann mich noch erinnern, ich mache seit 1988 öffentlich-rechtliches Fernsehen. Ich weiß, ich habe mich gut gehalten in all der Zeit. Und da habe ich 1989 angefangen, über Energiewende zu... Ja, das ist so, Herr Dr. Piebring, da brauchen Sie gar nicht so neidisch zu gucken. Für mein Alter sehe ich fantastisch aus. Also, wie alt sind Sie denn? Das sage ich Ihnen nicht. Da habe ich 1989 angefangen, die ersten Interviews zu machen zum Thema Energiewende. Da haben mir Forscher gesagt, also, wenn wir mehr als 1,5% regenerative Energie im Netz haben, kippt das ganze Netz. 2 Jahre später 3%, dann 5%. Über die Jahre immer wieder gedreht, 6%, 7%. Jetzt sind wir bei mittlerweile 33% regenerative Energie im Netz und das Netz ist immer noch nicht gekippt. Aber die Sau wird immer noch durchs Dorf gejagt und gesagt, um Gottes Willen, wenn wir auf 50% und 60% kommen, bricht das ganze Netz zusammen. Frage, sind die stationären Großspeicher, ist das ein Tool, um die Netzstabilität genau für solche Sachen herzustellen? Ist das der Weg? Also, würde ich gerne was zu sagen, obwohl ich keine Ahnung davon habe. Ich war jetzt vor 2 Wochen in Korea beim großen koreanischen Konzern LG. Ja? Die haben vor ein paar Monaten, steht auch in der Presse, an die deutsche STEAG 155 Megawatt verkauft, damit die Kohlekraftwerke genau durch Batteriespeicher, Frequency Regulation und Power Reserve machen können. Mhm. Und die Amis kriegen nächstes Jahr 1 Gigawatt. Und wir werden das sehen, ja, haben wir schon mal gesagt, Produktion verdoppelt, 15% Preis runter. Das wird sich im Märchenland Deutschland von ganz alleine erledigen. Ich kann mich noch erinnern, wo 20 Jahre lang das Märchen Wasserstoff und Brennstoffzelle erzählt worden ist. Ich habe keine einzige Brennstoffzelle jemals wirklich irgendwo gesehen in Realität, ja? Außer auf einer Messe oder sonst. Ja? Und die Batterie wird ihren Weg machen. Und wenn es jetzt schon so ist, dass ein koreanischer Konzern, ja, 15 Mal mehr in einen Großspeicher investiert als in den kleinen deutschen Heim-PV-Markt, dann spricht das doch für sich. Die werden die Kapazitäten hochfahren und die Energiewirtschaft wird das einfach machen. Die wird die Kohlekraftwerke zeitweise dann komplett zurücknehmen und dann passiert genau das. Nur es kann sich noch keiner vorstellen, aber die, die in der Energieversorgung sitzen, die machen es ja schon. Die gesamte LG-Produktion von der Generation JH3, ja, geht zur STEAG. Können Sie sich das vorstellen? Irgend so ein Ruhrkohlekonzern, ja, wo ich 1984 in Essen gegenüber meiner Ausbildung gemacht habe. Ja? Das wird sich alles ändern. Und ich bin jetzt nicht so ein Spinner, der sagt, es gibt keinen Winter mehr und Grundlast brauchen wir nicht. Die Grundlasten werden zum großen Teil von großen stationären Speichern kommen und dann werden wir vielleicht 60% oder 70% erneuerbar kriegen. Wenn die Energieversorgung sich ändert und dann müssen sich natürlich auch die Netzentgelte ändern und die ganzen Netzrichtlinien. Das wird aber erst passieren, wenn die Kunden das wollen und wenn der Markt das will, weil dann wird der Politiker umkippen. Bisher verteidigen die Gaswirtschaft noch verdammt gut. Herr Hesse, stationäre Großspeicher für Netzstabilität? Also zum einen sicherlich ja und im deutschen Markt bei Primärregelleistungen mit 600 und ein bisschen was Megawatt Leistungsangebot, aktuell angekündigt 300 Megawatt Batteriespeicher, das ist eine Hausnummer, das ist fast die Hälfte. Da tut sich extrem viel, da werden auch die Preise von den PAL ins Purzeln kommen. Da ist auf jeden Fall eine Menge Bewegung drin. Versorgungssicherheit, was Sie angesprochen haben, haben wir da Angst mit den Erneuerbaren? Habe ich nicht. Das SAIDI-Level ist in den letzten Jahren massiv nach unten gegangen. Trotz mehr Erneuerbaren, trotz mehr Fluktuation. Deswegen denke ich auch, dass Netzsysteme mit oberhalb von 80% Erneuerbaren problemlos stabil laufen können. Darf ich Sie kurz unterbrechen? Sie haben gerade gesagt, die Netzstabilität hat zugenommen in letzter Zeit. Habe ich das gerade richtig rausgehört? Das hätte ich gerne nochmal erläutert, kurz. Ja, also es gibt ein Messungsverfahren, das SAIDI-Level.
bei dem man also System Average Interruption Durations summiert. Also man schaut sich an, wie oft ist in einem Niedervolt-Bereich ein Stromausfall und summiert über das ganze Jahr. Und der Wert ist von vor 10 Jahren, sage ich mal, wo die Energiewende begonnen hat, bis heute um Faktor 5 oder mehr herabgefallen. Ein drastischer Rückgang dieser Systemausfälle. Das heißt, Stabilität kann gewährleistet werden. Dafür haben wir einen sehr schnell reagierenden Markt. Sicherlich hat das Internet auch viel dazu getan, dass man sehr schnell Stromprodukte handeln kann. Aber sicherlich ist es auch nicht von Schaden, wenn jetzt durch Batteriespeicher sehr, sehr extrem flexible, extrem schnell reagierende Einheiten damit reinkommen. Und dazu nicht vergessen, da sitzen ja Elektroingenieure, ne? Es gibt ja die 4105 und schon der Alois Wobben, der Gründer von Enercon, hat ja schon Frau Merkel den Zahn gezogen, dass Windkraftanlagen schädlich sind. Weil erstmal schalten die sich alle nur an, wenn das Netz stabil kommt und da ist. Die zerstören ja keine Netze und sie schalten sich entsprechend schnell ab. Das heißt, da gibt es keine Instabilitäten durch erneuerbare Wechselrichter, die am Netz hängen, weil da sind so hohe Anforderungen, dass auch im Blackout-Fall über keine Windkraftanlage oder über irgendwelche PV-Stromspeicherchen irgendwie die Netzstabilität gefährdet wird, sondern die stützen eher. Es ist eher das Problem, dass die das Eye-Landing machen, dass sie das Netz aufrechterhalten und sie nicht wissen, warum. Ne? Jetzt hätte ich aber noch mal eine Frage zur E3DC und zu Ihnen, Herr Pippelring. Und zwar, jetzt haben wir hier Heimspeicher gesehen, ein Markt, wir haben gerade angesprochen gekriegt, die ganze Regelleistung, gibt noch andere Märkte. Wo sehen Sie die E3DC in der Zukunft? Sehen Sie, dass Sie auch andere Produkte anbieten möchten, neben dem Heimspeicher, ja, vielleicht in den größeren will Bereich? Ja, und dafür haben wir auch Bilder vorbereitet vom Reservespeicher. Wir haben eine kleine Marktstudie gemacht. Also zwei Sachen dazu. Einmal, natürlich brauchen wir auch reine Batteriespeicher für Nachrüstlösungen. Es wird ja ein sehr großer Markt werden. Machen wir auch, gibt es dann Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres voll modular, auch AC-Speicher. Ja, wir können hier kurz mal die Bilder mal einspielen von den Gewerbespeichern. Wir haben ein paar Bilder gemacht, 2017 kommen die. Aber wir machen alles, weil wir müssen überall mitspielen, ist ja ganz normal. VW hat ja auch nicht nur einen Golf. Ja, also es kommt ein Gewerbespeicher und der wird aber sozusagen individuell ausgerüstet für die Gewerbekunden. Von der Größe, wie die brauchen. Vielleicht können wir die Bilder vom Gewerbespeicher gleich mal zuspielen. Also, das ist jetzt kein All-in-One-Gerät, sondern das wird modular aufgebaut. Ja, das ist so ein Lego. Ja, ich glaube, Gewerbespeicher macht auch Sinn. Es müssen jetzt auch mal da oben können wir die schon mal sehen. Die können Sie auch oben da sehen. Das sind schwarze Kisten, schwarze Boxen, wie dann da ist. Ich glaube, das ist der nächste sinnvolle Schritt. Ich glaube, Herr Hesse, die Unternehmen müssen die Energiewende auch machen und dafür wird es auch Speicher für Unternehmen brauchen, oder? Sicherlich auf jeden Fall ein spannender Markt, der ein bisschen eine andere Preisstruktur bringt, weil ich da keine solche Feed-in-Tarife habe und auch für die Industrie die Strompreise, die Bezugsstrompreise natürlich anders liegen. Aber ich kann dann mit Arbeitspreis und Leistungspreis vielleicht spannende Dinge machen. Interessiert mich auf jeden Fall, wie Ihre Berechnungen da ausfallen und wie auch das Interesse der Industrie ist, hier Peak-Shaving über Speicher entsprechend zu realisieren. Ja, 10%. 10% von unserem Geschäft wird Gewerbe sein, mehr nicht. Man sieht das zu optimistisch, aber noch sperrt sich ja die Bundesregierung und der Verband der Netzbetreiber mit Händen und Füßen. Man darf das nicht vergessen, hier ist ja eine Speichermesse, aber den Speicher gibt es ja gar nicht. Deutsche Energieversorgung, also nicht die DEV, sondern die Netzbetreiber haben den Speicher wegdefiniert. Das heißt, wenn sie ihn laden, müssen sie Netzentgelte zahlen und wenn sie ihn entladen. Ja? Das heißt, den gibt es nicht. Und solange das nicht geändert wird, können wir hier alle mit Netzdienstleistungen und dies und das alles vergessen. Das heißt, wir zahlen alle schön. Der Speicher setzt sich dann nicht durch und er kann sich nicht durchsetzen. Und im Gewerbebereich ist es so, da ist er theoretisch, wir sind ja selber, durch den Skaleneffekt deutlich günstiger, aber die Bezugsstrompreise sind noch günstiger und der Unternehmer zahlt keine Umsatzsteuer. Das heißt, ist alles nicht so lustig. Ja. Das heißt, ja, wird es geben, aber hier ist jetzt nicht sozusagen Weihnachten für alle, sondern ja. Es wird sich mühselig, wissen Sie ja, Energiesende mühselig entwickeln. Ja, das ist auch ein Punkt, wollte ich zum Schluss noch fragen, da muss ich leider zu Ihren Studenten kommen. Ich wollte Sie gleich fragen, wer die Arbeiten immer zu spät abgibt, wem wir hier ins Wissen reden müssen. Wir haben immer geglaubt, die Energiewende geht relativ schnell und zügig weiter. Wir sind 10, 20, dann sind wir auf 30% gekommen. Jetzt hält die Bundesregierung gerade mit der EEG-Novelle die Energiewende wahnsinnig stark auf. Wenn wir die Klimaschutzziele erreichen müssen, müssen wir im Faktor 5 eigentlich schneller werden. Auch das hat die Bundesregierung unterschrieben. Aber eigentlich ist doch
auch aus wissenschaftlicher Sicht die Energiewende nicht aufzuhalten. Wir sind auf dem Weg, oder? Also ich sehe auf jeden Fall im Moment einen Trend, dass andere Länder international eine extreme starke Zuwachsraten haben bei den Erneuerbaren, bei PV, bei Wind und Deutschland dort seine Vorreiterstellung stark abgibt, schon abgegeben hat oder abgeben wird durch die Prognosen. Da sehe ich auf jeden Fall eigentlich einen massiven Handlungsbedarf in Deutschland, hier wieder anzuschließen und dem weiteren Vorreiterrolle der ja, dem Siegeszug der Erneuerbaren keine Steine in den Weg zu legen, sondern lieber über innovative Lösungen nachzudenken. Das kann ich nur so stehen lassen. Freut mich. Dr. Priebring, ich brauche mal kurz Ihr Mikrofon. Ich muss nämlich mal zu den Studenten gehen, zu den angehenden Elektroingenieuren. Darf ich Ihnen das Mikrofon mal geben? Sie studieren das. Können Sie sich vorstellen, im Bereich erneuerbare Energie auch zu arbeiten später mal? Ja, selbstverständlich, sonst würde ich es ja nicht... Bisschen näher ran? Ja, selbstverständlich kann ich mir das gut vorstellen. Nur ist natürlich auch problematisch, ob die Jobs auch so da sind, weil wenn keine Arbeit da ist, braucht man es auch nicht arbeiten oder nicht in dem Bereich einen Job suchen. Das ist genau nämlich der Punkt. Das Vertrauen geht verloren. Dadurch, dass die Bundesregierung auf der Energiewende rumhämmert, geht das Vertrauen verloren und die Leute überlegen sich dann woanders irgendwo hinzugehen, oder? Was wäre denn die Alternative dann für Sie? Ja, also so genau kann ich das jetzt noch nicht sagen, aber Elektrotechnik ist ein sehr großer Bereich, wo man auch vielfältige Sachen machen kann, auch im Bereich Energie und so, und nicht vielleicht direkt Speicher, aber auch Netze und das sind ja auch viele Aufgaben, die neu geregelt werden müssen und wo man noch vielfältige Aufgaben hat. Okay, dann gebe ich es gleich mal weiter. Warum studieren Sie das? Warum interessiert Sie dieses Thema überhaupt? Sie könnten ja auch bei BMW schicke Autos bauen und so weiter, ist auch besser bezahlt. Warum arme Energiewendetechnik? Sie müssen richtig reinsprechen ins Mikrofon von Ihnen. Ja, also wie mein Kommilitone schon gesagt hat, im Moment der Markt ist da und ich finde aber auch, dass andere Bereiche wie zum Beispiel die Automobilindustrie trotzdem auch interessant ist. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich stehe erst am Anfang vom sehr Studium toll. Und da kann man auch über andere Bereiche noch nachdenken. Okay, Sie sagen, wissen kann man es auf alle Fälle. Sind Sie vielleicht treuer zur Energiewende oder wollen Sie auch zur Automobilwirtschaft zur Not? Ich bin auch noch offen, aber wir haben nichts erreicht heute. Okay. Ich finde, man muss das machen, was einen interessiert. Wenn man sagt, gut, Speicher in Automobil, ich meine, es ist ja auch verwandt damit, geht man dahin, Speicher in der Energiewende an sich, ist auch okay. Ja. Bei mir aktuell ist Energiewende an erster Stelle. Sehr gut, das wollte ich bis jetzt hören. Promotion, ja, ich weiß, deswegen mache ich es. Genau. Nein. Aber es ist eine Interessenfrage. Warum haben Sie sich für Energiewende interessiert? Sie sehen ja eigentlich ganz normal aus, nicht aus dem Rahmen gefallen, normaler Bürger. Warum so ein abseitiges Thema? Alles Tarnung. Verkauft sich verkappt, besser. Ja? Ja. Alles klar. Grüner Gedanke ist schon da. Also, wenn man sich Gedanken macht über die Energiewende und über Umweltverschmutzung und so, dann kommt man irgendwann auf den Pfad. Wäre schon nicht schlecht, wenn man da was macht. Alles klar. So, darf ich nochmal weitergeben. Wie sind denn so die Vorlesungen von Herrn Dr. Hesse? Kann man das verstehen oder ist das teilweise unverständlich oder langweilig? Oder wie ist das denn mit ihm, bei ihm zu studieren? Nö, doch, das kann man sehr gut verstehen. Er bringt auch immer wieder Beispiele, wo dann so die praktischen Anwendungen sind. Gerade so die Speichertechnologien und so. Also es ist schon sehr gut, aber es gibt auch einmal Vorlesungen, die nicht so interessant ist, wo man dann ein bisschen abgelegt ist. Das muss man ehrlich sagen. Okay, bei Ihnen brauche ich jetzt nicht zu fragen, aus welchem Bundesland Sie kommen, das haben wir schon gehört. Gehen wir nochmal weiter. Wie ist das eigentlich für Sie? Bei mir ist Energiewende immer so, irgendwann ist mir der Groschen gefallen, wo ich sage, warum sollte man das nicht tun? Warum soll man weiter Kohle verbrennen und das nicht anders machen? Wie ist Ihr Zugang zur Energiewende gewesen? Ich habe mit dem Studium Elektrotechnik angefangen. Das ist inzwischen jetzt auch schon wieder 5 Jahre her und man hat immer wieder gemerkt, dieser Bereich wird immer wichtiger. Nehmen wir zum Beispiel nur das Beispiel, wir wissen jetzt, dass wahrscheinlich unsere Arbeitszeiten, also unsere Lebensarbeitszeit immer länger wird, unsere allgemeine Lebensspanne wird immer länger. Das heißt, wir müssen auch da schauen, dass wir uns trotzdem auch in unserem längeren Leben hier immer wohler fühlen und dazu müssen wir die Welt erhalten, eben auch schon allein in dem Bereich Energieerzeugung, Energienutzung. Und über diesen Ansatz bin ich dann eigentlich auch drauf gekommen, dass man das über erneuerbare Energien gewährleisten kann oder dem zumindest positiv hinwirken kann. Sie haben leider einen Fehler gemacht bei Ihrer Aussage.
Sie haben gesagt, Sie studieren seit 5 Jahren. Ja? Sie provozieren natürlich sofort die Frage, wieso seit 5 Jahren? Was ist denn da los? Bummelstudent, kann ich dazu nur sagen. Nein, bei mir ist im Studium noch eine Ausbildung mit inbegriffen. Okay. Das heißt, Studium seit 3,5 Jahren, beziehungsweise das 4. Jahr ist es jetzt, weil ich mein Bachelor schon gemacht habe und jetzt eben im Masterstudiengang bin. Habe allerdings auch schon eine Ausbildung vorher in der Energietechnik abgelegt. Okay, ist entschuldigt damit, Dankeschön. So, also, Herr Dr. Hesse, das sind ja alles Leute, die, obwohl sie Energiewende, oder gerade weil sie Energiewendetechnik studieren, die sind ja vom Markt sofort weggesaugt, oder? Naja, das werden wir mal sehen, ob der Herr Piepenbrink seine Visitenkarte hier noch unterbringt oder auch die anderen. Herr Trielink ist ja fertig, wir brauchen ja keine Forschung mehr. Anderen entsprechenden Aussteller. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken jetzt an dieser Stelle, wo ich gerade das Mikro in der Hand habe, bei den Studenten für die heutige Führung hier, dass sie mit teilgenommen haben, und wünsche Ihnen viel Spaß am Nachmittag. Vielleicht finden Sie ja den spannenden Job hier auf der Messe bei den vielen Ständen, die Sie natürlich jetzt alle noch besichtigen können. Ja. Und vielen Dank Ihnen für das Podium. Ja, erstmal vielen Dank, Herr Dr. Hesse. Vielen Dank an die Studenten, dass Sie hier waren. Also, Energiewende hat eine große Zukunft. Professor Hesse sagt, es gibt keine besseren Systeme als E3DC. Nee, hat er nicht gesagt. Das ist die Interpretation von Journalisten. Alle finden E3DC toll. Und das, besser können wir es nicht sagen, meine Damen und Herren. Eins ist auf alle Fälle klar. Der nächsten Livestream gibt es um 13 Uhr. Und wir sind die Energiewende. Dankeschön. Wiedersehen. Dankeschön.